drehen sich jetzt da in dieselbe Richtung, ne? Bisschen blöd so. Dann haben wir da schon mal eine, denke ich mal, recht schöne Allee. Sozusagen. Ich denke, das passt so. Mal sehen nochmal, wie das jetzt so ausguckt. Gucken, gucken, gucken. Achso, wir haben ja immer noch kein Licht in der Szene. Glückwunsch. Aber ich denke, das passt. Moment mal kurz mit Licht. Wahrscheinlich sieht das Smoothen jetzt nicht mehr so gut aus. Na doch, das geht sogar. So machen wir das. Das gefällt mir. Ja, wie gesagt, also richtige Bäume da jetzt mit allem Möglichen können wir da, würde ich gerne machen, aber ich glaube, dann ist wirklich mit meinem PC schneller Schluss als gedacht. Und da müsste ich dauernd appenden oder linken hier. Wegen ein paar Bäumen, das wäre, glaube ich, auch nicht so schön. Es wäre vielleicht später, wenn der neue PC da ist, meine Überlegung wert, die ganzen Bäume auszutauschen. Dann würde ich da vorher ein Partikelsystem für einrichten, zur Not auch offscreen. Und dann mache ich da verschiedenste Bäume und sage einfach, überall wo ein Vertice ist, soll dann randommäßig ein Baum rauskommen. Und dann ist das auch nochmal ein bisschen, ja, natureller sozusagen. Aber jetzt lassen wir das erstmal so. Gefällt mir gar nicht so schlecht. So, ne? Haben wir das erstmal so. Dann nehme ich mal den hier und dupliziere mir den mal hier hin. Da wäre jetzt quasi auch noch ein Platz. So, da ist auch noch Ambient. Ich weiß, da wollte ich auch was anderes machen. Hier können wir jetzt mal so einnehmen. Natürlich, umso mehr Bäume oder umso mehr verschiedenere Bäume man hat, umso besser. Aber wir haben ja jetzt nur die. Also nur ist gut, ne? Also andere haben gar keine Bäume. So. Wo könnte man jetzt noch Bäume hinstellen? Ich weiß das jetzt auch gerade nicht so genau. Hinter die Tiefgarage eventuell. So könnte man auch einen kleinen Wald oder was andeuten. Also jetzt hier nicht in dieser Siedlung, aber so außerhalb. Aber da müsste man dann wirklich, weiß ich nicht, das mit dem Partikelsystem von Anfang an machen und direkt sagen, hier mit 7, 8 verschiedenen Bäumen und dann irgendwie müsste man das hinbekommen. Ja, wo noch Bäume hin? Ich bin gerade ein wenig überfragt, das tut mir sehr leid. Ich weiß es auch nicht so genau. Hier vielleicht noch einen hin. Hat der den unten? Ja. Und den drehen wir nochmal so. Und dann würde ich sagen, nehmen wir den und setzen den einfach mal hier hin. Und den nehmen wir und setzen den mal hier hin. Der war jetzt ein bisschen kleiner und den ein bisschen größer. Und dann glaube ich, sind das schon so weit genug Bäume, dass man jetzt da erstmal ein bisschen Übersicht hat. Und ansonsten würde ich halt gerne ein paar Büsche machen. Das könnte man eigentlich auch direkt mal machen. Was haben wir hier eigentlich? Ach, die Männchen. Ein paar Büsche hätte ich mir vorgestellt. Könnten wir eigentlich folgendermaßen machen. Die sind natürlich sehr moderat geschnitten und so weiter. Deswegen würde ich sagen, machen wir die so. Wo ist natürlich jetzt sehr... warte mal, so wird doch ein Schuh draus. So wird doch ein Schuh draus. Kann man das als Busch verkaufen? Ich weiß es nicht. Nee, huch. Angel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ob man das dann hinterher auch noch als Busch erkennt. Oder, was natürlich ginge, wäre, dass man es so macht. Irgendwie. Das ist doch sehr eckig, ne? Ja, vielleicht so. Moment. Oh, Meshfehler. Wie geht's?98. Naja, gut. Machen wir das jetzt mal so. Dann drücken wir hier unten
Dann können wir auch direkt den nehmen. Was habe ich vorhin gesagt? 6er, ne? Hatte ich gesagt. Ja, 6er. Dann drücken wir hier unten einfach bisschen tiefer natürlich gelegt. So kleine Stämmchen rein. Ich weiß nicht, ob man das dann hinterher noch als Busch erkennt. Ich hoffe einfach mal. Probieren wir das einfach mal so. Oder irgendwie so. Ich glaube, irgendwie sieht es mehr aus wie ein Schwein mit 12 Beinen. Oder? Nee, den Busch muss ich irgendwie anders machen. Warte mal. Wie war das jetzt nochmal? New? Nee, warte. Das war so und dann Displacement Modifier. Und hier müssten wir doch eigentlich noch was haben. Genau. Direction. War das so komisch? Ach ja, genau. Ich musste das ja noch subdividen. Deswegen. Aber ob das jetzt ein Busch wird? Ich weiß das ja nicht. Huch. Ja, ach so, Y ist natürlich Quatsch. Aber so wird es auch kein Busch. So auch nicht. Aber da müsste wahrscheinlich Subdivide drauf. Gott, wie viele... Oh, wow, 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 wow. Wird, glaube ich, ein bisschen viel hier. Ja, genau. Ein bisschen zu kräftig. Aber so ist es wahrscheinlich... Naja. Ist halt auch noch irgendeine blöde Stelle. Wo sind die Beine? Ach so, die sieht man ja jetzt nicht mehr, weil die da drunter sind. Was bedeutet, die müssten allesamt ein wenig höher. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch. Ich glaube, so allgemein... Ach, ich weiß auch nicht so genau. Warte mal. Global. Und jetzt war das ja... Ja, wenn man es jetzt bewegt, dann bewegt sich das ja alles so. Objekt... Man kann schöne Sachen machen, aber es ist nicht so ganz das, was ich mir... Quatsch. Was ich mir vorgestellt hätte. Ach, Vertex Group haben wir mal nicht. Ja, so schon eher, aber irgendwie auch nicht so, sondern anders. Das wollte ich eigentlich. Ich glaube, das kann man nicht als Busch identifizieren, wenn man da durchknedelt. Wie ist denn so ein Busch? Ein Busch ist doch eigentlich so. Verdammt. Ja gut, ein Busch ist eigentlich ganz viele Äste mit ganz vielen Blättern. Und das geht so natürlich nicht. Das geht so natürlich nicht. Ah, sehr schön. Ist natürlich auch fetzig. aber irgendwie auch nicht so wirklich. So, es sieht nicht aus wie ein Busch, finde ich. Wie machen wir jetzt am günstigsten einen Busch? Habe ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht, wie man jetzt einen Busch machen könnte. Weiß ich nicht. Rätselslösung ist folgende. Ich weiß es nicht. Ach, wisst ihr was? Doch, warte mal. Oh, was geht? Hä? Wieso komme ich hier nicht in... Hallo? Ah. Ist aber jetzt auch kein wirklicher Busch. Es sieht aus wie ein Wurm. Irgendwie, oder? Nee, das ist auch scheiße. Wie machen wir das denn? Das gibt's doch nicht. Es ist doch nur ein Busch.
Wie könnte man das denn machen? Ich überlege die ganze Zeit, wie ein Busch aussieht, aber ein Busch sieht ja aus, wie ein Busch aussieht. Es wäre einfacher, George W. zu modellieren, anstatt hier einfach nur ein paar Blätter hinzuzaubern. Oh, es ist aber so belastend, wenn ich das mit dem Partikelsystem machen müsste, weil dann der PC so in die Knie geht. Na klar, mit dem Partikelsystem wäre es easy. Easy peasy wäre das. Easy, easy peasy. Ah, Mist, 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 wie machen wir das? Ist gerade echt ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Ich blende derweil mal was Spannenderes ein. Ja, meine Unternehmung für diesen Ambient-Bereiche könnten damit gescheitert sein, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt auf die einfache Art einen Busch machen soll. Bin ich gerade echt überfragt. Also so, dass man ihn quasi low-poly ohne Textur als Busch erkennt. Wie macht man das? Ich meine, gut, was ich natürlich machen könnte, wäre folgendes. Warte mal. Das wäre jetzt zwar auch mit Partikelsystem, aber ich glaube, das wäre nicht ganz so belastend. Moment. Na, fu. Hä? Nicht ganz so belastend. Und zwar mal ausprobieren, ob das was wird. Wir machen den. Ach nee, ich muss da sowieso subdividen. Divide, subdivide. Oh Gott, und dann haben wir auch so 1000 Dings. Das ist doof. So, und hier müsste jetzt ein Bevel drauf mit einer Zweier Dings. Da ja das, was aber so hart gesubdivided haben, kriegen wir natürlich jetzt auch keinen großen Bevel mehr hin. Okay. Lass mal was probieren. Also, wollen wir in unsere Ermitter? Hatten wir nicht hier schon mal irgendwo ein Ermitter-Dingens irgendwie? Irgendwas, irgendwo? Nee. Dann brauchen wir jetzt ein Ermitter-Panel. Das ist das. Plane. Wie wäre jetzt so an der Stelle so ein Dings, wie könnte man das lösen jetzt am geschicktesten? Das wäre jetzt vielleicht, sagen wir mal, so oder so. Das müsste ja nicht mal groß aufwendig sein, es müsste nur überhaupt irgendwie sein. Das wäre halt schön. So vielleicht. War das mal so? Hätten wir das? Jetzt muss das, glaube ich, rotieren um so. Und dann muss das natürlich noch hier ran. Und der muss dann noch. Ja, machen wir das mal so. Mal gucken. Das muss ich jetzt aber benennen, sonst kriege ich die Krise. Blatt. Es ist ein Low-Poly-Blatt. Vor allen Dingen sehr Low-Poly. Naja, aber wir tun jetzt einfach mal so, als ob. Ich könnte es auch mit Modifier machen, ne? Ach, wir lassen es so. Wie viel hat es denn? 48 Edges. Ja, sehr Low-Poly. Blatt, so, zack. Jetzt geben wir dem Partikelsystem und nennen das Busch. So. Dann sagen wir hier Haare. Sieht natürlich schon Krawalli-Balli aus hier. Und sagen Objekt Blatt. Ja. Hallo Maus. Hallo. So. Ermitter soll mitgerendert werden. Das ist ja quasi der Busch. Wenn der nicht mit dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, die Maus, ganz ehrlich, Moment. Ich drehe hier durch. Sorry, aber ich muss das jetzt hier mal einblenden, sonst sehe ich die Maus nicht. Dann kriege ich die Krise.
So advanced bitte aus den Vertices. Die sind natürlich noch viel zu groß.